Hallihallo und Namaste, du Lieber oder du Liebe, mein liebsten Frequenzpusher-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Raise Your Frequency, der dir dazu helfen soll, deine Frequenz immer weiter nach oben zu heben. In die Gefühlsregionen von reinem Sein, von reiner Freude, von Frieden und Mitgefühl, Verbundenheit. Und hier und da auch Ekstase. Ja, du, ich hoffe, es geht dir ganz hervorragend und du kommst immer weiter in deine Kraft. Sorry vielleicht für die nicht optimalen Lichtverhältnisse, aber ich wollte so gern mal hier die Pflanzen mit im Hintergrund haben. Und ich glaube, es ist okay so. Ja, eine Voraussetzung, um in diese hohen Gefühlsregungen zu kommen, ist die Reinheit. Wenn wir nicht rein sind in unserem Denken, in unserem Handeln und Tun, dann werden wir auch nicht in diese Gefühlsregionen dauerhaft empor uns anheben können, weil es zieht uns immer wieder nach unten. Und in diesem Video möchte ich gerne auf den Hochmut eingehen, der also mich sehr intensiv beschäftigt hat, mich sehr auch begleitet hat. Ich glaube tatsächlich fast die meisten Menschen begleitet, vor allem auch unbewusst. Und ja, darüber möchte ich gerne mit dir in diesem Video kurz sprechen. Kleines Intro-Video noch und dann geht's los. Bevor wir weiter durchstarten, lade ich dich wie immer gerne kurz ein, gerne mal kurz deine Augen mit mir zu schließen und einfach mal einen Moment innezuhalten. Du kannst auch gerne eine Hand auf dein Herz legen und einfach mal ganz und gar bei dir ankommen, mit deinem Atem mitfließen. Spüren, wie sich dein Körper mit jeder Einatmung hebt und mit jeder Ausatmung senkt. Spür die Schwere, das Gewicht deines Körpers. Und versuche mal wahrzunehmen, an welchen Körperregionen du die Schwerkraft am deutlichsten wahrnehmen kannst jetzt gerade. Nimm noch drei Atemzüge in dein Herz hinein. Und sagte mit jeder Einatmung: Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ich liebe mich. Ich liebe mich genauso, wie ich gerade da bin. Ich vertraue mir. Ich danke mir. Und dann darfst du gerne wieder deine Augen öffnen. Schön, dass du da bist. Ja, du, mag man ja gar nicht so glauben, gerade wenn man sich vielleicht schon länger mit der Spiritualität auseinandergesetzt hat und immer wieder sich dazu aufrafft, hier was für das Gemeinwohl zu tun, anderen Menschen dabei zu helfen, in die Klarheit zu kommen, mehr Lebensfreude zu erfahren. Und dennoch, was soll, da kam gerade eine WhatsApp-Nachricht rein.
Ja. Und dennoch ist es bei ganz, ganz vielen Leuten so, dass da noch ganz viel Stolz und Hochmut ist. Und ja, diese nach Mikhail Ivanov, der mich ja sehr prägt und von dem ich sehr, sehr viel lernen darf, bei ihm heißt es immer, dass das Wesenheiten sind, die uns bewohnen. Also Wesenheiten wie Eifersucht, Neid, Gier und dann eben auch Stolz und Hochmut. Und die haben sich bei uns eingenistet über die letzten Jahrhunderte hinweg und dienten uns auch zum Schutze. Also all diese Ego-Strukturen sind ja immer in uns angelegt, weil wir unser Herz schließen mussten oder dachten, dass wir es müssen, um nicht verletzt zu werden. Einfach diese Schutzmauern. Und so ist es auch beim Hochmut. Das ist so, also in übertriebener Form ausgedrückt, ist das sowas wie Narzissmus. Und bei ganz, ganz vielen Menschen, seit ich das also in mir selber erkannt habe und entlarvt habe, was auch sehr, sehr unangenehm gewesen ist, im ersten Augenblick und im zweiten auch noch, ja, darf ich das also bei ganz, ganz vielen Menschen sehen. Und auch bei ganz, ganz vielen Menschen, die ganz viel Gutes tun. Und das ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Nur ist es eben doch so, dass, ja, solange man nicht in diese tiefsten Momente der Demut hineinfällt, wo du merkst, wow, ich bin's nicht. Ich hab's noch nie gekonnt. Ich bin nur dieses winzig kleine Rädchen hier. Und das Universum ist so groß. Und wo du halt erkennst, ey, da ist eine höhere Intelligenz, die über dich wacht. Nennen sie Gott oder nennen sie die Quelle allen Seins. Und der größte Hochmut, unter dem alle Menschen quasi leiden, ist, dass sie diesen Glauben nicht haben, dass sie sich anmaßen, Herr über alle Dinge zu sein, eine Kontrolle zu haben, hier etwas tun zu können. Klar, wir haben gewisse Freiheitsgrade hier natürlich zu wirken in unserer Ego-Identifikation, aber das ist halt ein Witz, wenn du einfach mal ein bisschen hinauszoomst ins Universum, was für Dimensionen das sind. Und man muss auch verstehen lernen, dass die Quelle das alles gleichzeitig auf dem Schirm hat. Die ist überall und nirgendwo. Und in jedem Augenblick, und sie ist auch jetzt da, sie ist auch jetzt du, sie ist auch jetzt ich, und sie hält alles aufrecht. Die ganzen Stoffwechselprozesse, die jetzt ablaufen, während wir uns hier unterhalten, das sind sage und schreibe 100.000 Reaktionen pro Sekunde in deinen 80 Billionen Zellen. Und das sind sage und schreibe 80 Millionen mal 1 Million Zellen. Also, was für ein krasser Hochmut ist es, zu meinen, hey, hier ist irgendwie mal ein Urknall gewesen, hier ist Evolutionstheorie, irgendwelche Teilchen, Kohlenstoff und also Wasserstoff und Helium hat sich zu Kohlenstoff und Stickstoff entwickelt und daraus ist dann random, ganz aus Willkür, einfach nur dieses Leben entstanden. Daraus sind wir hervorgegangen. Also, was zur Hölle? Der Verstand packt es einfach nicht. Und das ist halt dann einfach auch die Grenze. Wenn da der unbewusste Hochmut in dir lebt und du halt ja auch so geprägt bist von all den wissenschaftlichen, ja, auch den Büchern unserer Schulbildung und so weiter. Aber es ist ein Witz. Es ist wirklich ein riesiger Witz, dass alle Menschen in dieser Gottlosigkeit leben. Ja, man kann den Verstand alles glauben machen. Meint es unendlich möglich. Ich meine, es gab schon Leute, die irgendwie Teil einer Sekte geworden sind und dann Massensuizid begangen haben. Ja, oder Leute, die sich in die Luft sprengen oder was weiß ich. Also,
Und nichtsdestoweniger auch diejenigen, die unter uns weilen, die sich als sehr vernünftig und eben offenherzige Menschen sehen, auch die sind oftmals noch unterschwellig von dem Hochmut bewohnt. Nur, das wollte ich einfach mal mitteilen, weil ich diese Gnade erfahren durfte, das jetzt sehen zu dürfen. Und es ist auch eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Und Ivanov sagt zum Beispiel auch, dass dieser Hochmut das letzte Wesen ist, was uns verlässt. Also auf dem Weg der Reinigung, was ich ja am Anfang gesagt habe, es geht darum, immer reiner zu werden in unseren Absichten, in unseren Gedanken. Denn nur so können wir in diese hochschwingenden, reinen, feinen, subtilen Bereiche vordringen, wo halt diese wundervollen Gefühlsregungen auf uns warten, nach denen wir uns alle so sehnen. Und ja, je mehr wir uns dort also läutern und reinigen, umso weniger Wohnraum ist hier in unserer Aura, in unserem Sein für diese Wesen. Die haben irgendwann keine Wahl mehr und an der Stelle verlassen sie uns dann. Und der Hochmut ist immer der Letzte, der uns verlässt. Und das lässt sich auch ganz logisch so, finde ich, nachvollziehen. Denn es ist ja doch eigentlich der Weg, wir kommen aus unserer mickrigen Ego-Identifikation erstmal in diejenige Position, wo wir dem Ego eine Rolle geben, wo wir dem Ego zeigen, hey, ich bin doch was, ich bin wertvoll und ich kann was. Und dann kommt es dazu, dass wir immer mehr Fähigkeiten bekommen, ja, uns dadurch quasi überlegen fühlen, meinen, wir hätten jetzt alles verstanden und raus in die Welt gehen und sagen, yeah, schaut's mich an, oder halt gar nicht unbedingt mit dem Ding. Wobei es ist schon das Ding. Es versteckt sich ja auch hinter dieser Larve. So, hey, jetzt kann ich die ganze Welt transformieren und super geil und schaut's mich an, weil ich hab's begriffen. Und das ist auch okay, aber das passiert automatisch bei ganz vielen. Es gibt auch natürlich Leute, die davon gar nicht befallen sind. Also meine Mama zum Beispiel, ich glaube, die hat das nicht. Ja. Aber es ist eigentlich ein sehr natürlicher, logischer Prozess, der dort stattfindet. Und irgendwann darf man halt auch das sehen. Und ab dem Zeitpunkt kommt man dann in diesen Modus, wo man einfach nur noch bedingungslos liebt und dienen möchte und unendlich tolerant wird gegenüber allen anderen Wesen, und erkennt, dass alles einfach perfekt so ist, wie es ist und dass man nur sich selber retten kann und nicht die anderen. Das hängt für mich zumindest alles damit zusammen. Nun denn, was kann man jetzt machen? Vielleicht noch, um dort reiner zu werden. Also eine gute Möglichkeit ist die Meditation. Das wirkt immer. Sich immer wieder mit Licht zu fluten. Immer wieder Wesenheiten von hohem Licht, von großer Reinheit anzurufen, darum zu bitten, uns bei diesem Reinigungsprozess zu unterstützen. Und einfach auch mal, es war, glaube ich, in dem Buch Aufstiegsprozess oder Handbuch für den Aufstieg, glaube ich. Tolles Buch, nicht viele Seiten, super klar, ist gechannelt von Serapis. So heißt die Entität, ich weiß nicht mehr wer, durch wen, macht auch nichts. Kriegst du ganz kostengünstig. Ich verlinke es mal unter dem Video. Ganz, ganz tolles Buch, wirklich. Und da steht drin als Tipp so, ey, für diese ganzen Wesenheiten, die dich da jetzt so lange begleitet haben, die dir aber jetzt nicht mehr dienen, weil sie dich einfach aufhalten auf dem Weg zu höherem Bewusstsein, veranstalte einfach eine Party für die, so. Mach einen Spaß draus, mach irgendwas Lustiges draus, nicht dieses, wir hängen immer wieder in dieser Schwere und das Leben ist so schwer und ernst und oh nein, da sind noch so viele dunkle Wesen in mir und ich mag das nicht.
Nimm's leicht und setz den allen Partyhüte auf und sag ihnen, hey, danke euch, danke, dass ihr jetzt mich begleitet habt so lange und jetzt gibt es noch eine fette Abschiedsparty und danach ist aber auch gut. Und dann rufst du wie der Abermalswesen, wie Erzengel Michael, irgendwen, der dich halt begleitet, der dir Kraft gibt, dem du Vertrauen schenkst, rufst du dazu und sagst, okay, ihr Lieben, nette Abschiedsfeier noch, alles Gute euch auf eurem Weg, bitte für höchstmögliche Transformation ins Licht und dann begleitest du sie liebevoll und proaktiv zum Ausgang. Alles klar, du. Wenn du dir Unterstützung suchst in irgendeiner Form, melde dich bei mir. Wenn du Lust hast, mit mir zusammen zu wirken, melde dich bei mir. Wenn du Lust hast, Teil unserer Telegram-Community zu werden, dann ist hier der Link und auch unter dem Video ist es verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir alles erdenklich Gute, ganz viel Segen und Licht auf deinem Weg und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Hand aufs Herz, lass uns vielleicht noch kurz mit allen anderen Frequenz, Hochfrequentlern da draußen verbinden. Ihnen danken. Hab dich lieb. Bis zum nächsten Mal. Dein Filipovic. Ciao.